Man kann sich fragen, wie könnte man Mekka verlassen? Die ist ja, da ist die Kaaba und es ist dann sozusagen ein Haus vom Islam. Der Islam ist in Mekka verkündet. Wie könnte man ein islamisches Land verlassen und nach Abessinien fahren? Das ist ein Land, das eben christliches Land. Zu diesem Zeitpunkt war Mekka nicht muslimisch. Der Islam ist in Mekka verkündet, aber das war kein islamisches Land. So, zu diesem Zeitpunkt war Abessinien und Mekka gleich. Sie sind beide gerne islamische Länder. Und die Muslime sind nicht ausgewandert von einem islamischen Land zu einem nicht-islamischen Land, sondern von einem nicht-islamischen Land zu einem anderen nicht-islamischen Land. Und jetzt kommt die Frage, wie ist das mit Auswanderung? Wir sehen, dass der Prophet, Friede sei mit ihm, der das dazu geraten hat, seine Gefährten auszuwandern. Wie steht der Islam dazu, zu auswandern, zur Auswanderung? Und wenn wir über Fiqh sprechen, dann haben wir eine Debatte zwischen den Gelehrten und Meinungsverschiedenheiten. Darf man auswandern oder nicht? Vor allem von einem islamischen in einem nicht-islamischen Land und wie geht das? Aber das Prinzip ist, dass wenn der Muslim seinen Glauben nicht ausüben kann in einem Land, dann ist das nicht nur erlaubt, sondern auch kann zu einem Wajib, zu einer Verpflichtung kommen. Je nachdem, wenn man das tatsächlich nicht ausüben kann, dann ist er verpflichtet, Mann und Frau auszuwandern, das Gebiet zu verlassen, dass man sich einen Ort sucht, aussucht, wo man seinen Glauben tatsächlich ausüben kann und leben kann. Und das war eben der Rat vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam an diese Gefährten von ihm, dass sie eben auswandern. Es war von ihm ausgegangen, dass er ihnen das geraten hat. Und wenn eben ein Muslim sich befindet in einer Situation, in einem Gebiet, wo er sieht, er kann nicht beten, er kann nicht fasten, kann nicht seine religiösen Verpflichtungen ausüben, hat keinen freien Rahmen für die Grund religiösen Tätigkeiten und Gottesdienste zu verrichten und zu leben, dann ist es eine Verpflichtung für den Muslim, dieses Ort zu verlassen, nach einem anderen Ort zu suchen. Und wenn man für Allah subhanahu wa ta'ala einen Ort verlässt, dann öffnet Allah subhanahu wa ta'ala für einen andere Orte und im Endeffekt die ganze Erde ist ein Besitz Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wir sind nicht, der Gläubige und der Muslim soll nicht sich einschränken, in dem Gebiet bleibe ich und ich verlasse es nicht unter allen Umständen, sondern wenn ich sehe, mein Glauben ist bedroht, dadurch, dass ich eben das nicht leben kann, in diesem Ort, in dem ich jetzt lebe oder in dem ich geworden bin, ich bin, in dem ich gewohnt bin zu sein, dann es gibt andere Orte, die eben unter dem Besitz Allahs liegen und der Muslim soll sich bewegen, soll auch diese Flexibilität haben, dass man eben um seinen Glauben sich kümmert und auch wenn es eben es heißt, dass man eben das Ort, wo man lebt oder wo, was man liebt und auch was auch immer verlässt, zu einem anderen Ort sucht. Es ist, dass ich da jetzt sage ich, das ist eine Verpflichtung, wenn es unmöglich ist, seinen Glauben auszuüben. Allerdings, wenn es möglich ist, seinen Glauben auszuüben, aber es ist eine Erschwernis da, es ist schwer, man kann leben, seinen Glauben leben, aber es ist schwer, dann ist es erlaubt, das Gebiet zu verlassen, ein anderes Gebiet zu suchen, wo man seinen Glauben besser ausüben kann, in Bequemlichkeit, ohne Erschwernissen und ohne Enge. So, dann ist es das erlaubt, dass der Mensch ein anderes Gebiet sucht, wo man besser seinen Glauben leben kann. Es ist allerdings verboten, wenn der Muslim, wenn der Gläubige auswandert von einem Gebiet, wo er seinen Glauben ausüben kann und normal leben kann, zu einem anderen Gebiet, wo man seinen Glauben nicht ausüben kann. Dass er dafür Gottesdienste opfern muss, in dem Gebiet, wo er sich bewegt.
in dem Fall ist es nicht erlaubt, sich zu bewegen zu dem anderen Ort. Wie gesagt, es ist im Fokus, sind mehrere Debatten darüber, vor allem wenn es jetzt islamisches Land und nicht islamisches Land ist, von einem Auswanderung von einem islamischen oder von einem, nicht, zu einem nicht-islamischen Land, beziehungsweise von einem islamischen Land zu einem anderen, nicht zu einem nicht-islamischen Land. Da gibt es eben im islamischen Recht gibt es Meinungsverschiedenheiten, da gibt es viele Debatten. Da ist eben, wir sind nicht in dem im Fokusbereich, deswegen bleibe ich jetzt mal, da habe ich jetzt die Grundmeinungen gesagt, eben von den drei Kategorien, Verpflichtung bzw. erlaubt oder verboten. Das sind die Hauptkriterien.